Boston Schokolade P. Diese leichtere Version des beliebten Schokolade Cream P. wird mit Joghurt und Grundteefreiche zubereitet. Nährwertangaben: Kalorien 795 Zucker, 73 Gramm Eiweiß, 13 g Fett, 40 Gramm Kohlehydrate, 99 g gesättigte Fettsäuren, 21 g CFF. 25 Minuten 35 Minuten Zutaten für die Schokoladenspäne. Die Schokoladenstücke in einem Teller über einem Topf mit köchelndem Wasser schmelzen. Auf einer kühlen Fläche verstreichen. Nach dem Abkühlen mit einem scharfen Messer Späne abschaben. Für die Füllung Eier und Zucker schaumig schlagen. Mehl, Puder, Zucker und Salz einsieben. Vanilleessenz einrühren. Milch und Joghurt in einem kleinen Topf zum Kochen bringen und durch ein Sieb in die Eimischung streichen. In einen Turmtopf gießen oder über einen Topf mit köchelndem Wasser stellen. Rühren, bis die Mischung einen Löffelrücken überzieht. Schokolade und Kirschwasser in einem kleinen Topf schmelzen. In die Vanillecreme rühren. Vom Herd nehmen und den Turmtopf oder die Schüssel in kaltes Wasser stellen. Abkühlen lassen. Schokoladenmischung auf den Klammer zu, Tortenboden geben. Cremefreiche über die Schokolade streichen und die Späne darauf arrangieren. 225 Gramm Mürbeteig, Klammer auf, siehe Seite 354, Klammer zu, Schokoladenspäne 225 Gramm Bitterschokolade, Füllung 3 Eier, 125 Gramm Zucker, 60 Gramm Mehl, plus etwas zum Bestäuben, 1 Esslöffel Puderzucker, 1 Prise Salz, 1 türkische Lira Vanilleessenz, 400 ml Milch, 150 ml Naturjoghurt, 150 Gramm in Stücke gebrochene Bitterschokolade, 2 Esslöffel Kirschwasserbelag, 150 ml cremefreie Teig ausrollen und eine beschichtete 23 cm Flanform auslegen. Boden mit einer Gabel einstechen, mit Backpapier auslegen und getrocknete Bohnen darauf legen. 20 Minuten vorbacken. Bohnen und Backpapier entfernen und nochmal 5 Minuten in den Ofen stellen. Aus dem Ofen nehmen und auf ein Kuchengitter legen.